13-Jährige kannte ich meine andere Mutter nicht mehr. Mit einem klobigen Koffer und einer Tasche voller durcheinandergeworfener Schuhe stieg ich mühsam die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. Oben angekommen, empfing mich der Geruch nach Frittierten und eine Erwartung. Die Tür wollte nicht aufgehen, jemand rüttelte wortlos von innen daran und hantierte am Schloss. Ich beobachtete eine Spinne, die am Ende ihres Fadens hängend im Leeren zappelte. Nach dem metallischen Klick erschien ein kleines Mädchen mit gelockerten, schon einige Tage alten Zöpfen. Sie war meine Schwester, aber ich hatte sie noch nie gesehen. Sie riss die Tür auf, um mich eintreten zu lassen, und starrte mich mit stechenden Augen an. Damals ähnelten wir uns, mehr als später als Erwachsene. La donna che mi aveva concepita non si è alzata dalla sedia. Il bambino che teneva in braccio si mordeva il pollice da un lato della bocca, dove fosse voleva spuntarmi un dente. Tutti e due mi guardavano e lui ha interrotto il suo verso monotono. Non sapevo di avere un fratello così piccolo. «Sei arrivata», ha detto lei. «Posala, la roba». Ho solo abbassato gli occhi sull'odore di scarpe che usciva dalla borsa se la muovevo appena. Dalla stanza in fondo, con la porta accostata, proveniva un russare teso e sonoro. Il bambino ha ripreso la lagna e si è rivolto verso il seno, colando saliva sui fiori sudati del cotone estinto. «Tu non chiudi?» ha chiesto secca la madre alla ragazzina, che era rimasta immobile. «Non salgono quelli che l'hanno portata?» ha obiettato lei, indicandomi con il mento a punta. Lo zio, così dovevo imparare a chiamarlo, è entrato proprio allora, in affanno, dopo le scale. Nella calura del pomeriggio estivo teneva con due dita la gruccia di un cappotto nuovo, della mia taglia. «Tua moglie non è venuta?» gli ha domandato la mia prima madre, alzando il tono per coprire il lamento che aumentava dalle sue braccia. «Non si muove dal letto», ha risposto con uno scatto della testa. «Ieri sono uscito io a comprare qualcosa, anche per l'inverno, e gli ha mostrato la targhetta con la marca del mio cappotto. Mi sono spostata verso la finestra aperta e ho deposto i bagagli a terra. In lontananza un frastuono numeroso, come sassi scaricati da un camion. La padrona di casa ha deciso di offrire il caffè all'ospite, così l'odore avrebbe pure svegliato il marito», ha detto. È passata dalla sala da pranzo spoglia alla cucina, dopo aver messo il bimbo a piangere nel box. Lui ha cercato di tirarsi su aggrappandosi alla rete, in corrispondenza di un buco riparato grossolanamente con un intreccio di spago. Quando mi sono avvicinata ha urlato di più, stizzito. La sorella di tutti i giorni l'ha tolto con uno sforzo da lì dentro e lo ha lasciato sulle mattonelle di graniglia. Si è mosso gattoni verso le voci in cucina. Lo sguardo scuro di lei si è spostato dal fratello a me, restando basso. Ha arroventato la fibbia dorata delle scarpe nuove e salito lungo le pieghe blu dell'abito, ancora rigide di fabbrica. Alle sue spalle un moscone volava a mezz'aria, sbattendo di tanto in tanto contro il muro, in cerca di un vuoto per uscire. «Pure sto vestito te l'ha pigliato quello là?» ha chiesto piano. «Me l'ha preso ieri, proprio per tornare qui. Ma chi ti è?» si è incuriosita. «Uno zio alla lontana.
Sono stata con lui e sua moglie fino a oggi. Allora, la mamma tua qual è? Ha domandato scoraggiata. Ne ho due, una è tua madre. Qualche volta ne parlava di una sorella più grande, ma io non ci credo tanto a essa. Di colpo mi ha stretto la manica del vestito tra le dita avide. Questo tra poco non ti entra più. L'anno che viene lo puoi passare a me. Stai attenta che non me lo rovini. Il padre è uscito scalzo dalla camera da letto, sbadigliando. Si è presentato a torso nudo. Mi ha vista mentre seguiva l'aroma del caffè. Sei arrivata, ha detto, come sua moglie. Die Frau, die mich geboren hatte, stand nicht vor ihrem Stuhl auf. Das Kind, das sie am Arm hielt, kaute auf einer Seite des Mundes am Daumen. Vielleicht bekam es gerade einen Zahn. Beide sahen mich an und das Baby unterbrach sein eintöniges Gewimmer. Ich wusste nicht, dass ich so einen kleinen Bruder hatte. Da bist du ja, sagte sie. Stell dein Zeug ruhig ab. Ich schlug die Augen nieder bei dem Geruch nach Schuhen, der aus der Tasche drang, auch wenn ich sie kaum bewegte. Aus dem hinteren Zimmer, dessen Tür angelehnt war, kam ein angespanntes, lautes Schnarchen. Das Kind fing wieder an zu wimmern und drehte sich zum Busen hin. Sein Speichel tropfte auf die schweißnassen Blumen des verwaschenen Baumwollkleids. Mach zu, worauf wartest du? Herrschte die Mutter das kleine Mädchen an, das reglos stehen geblieben war. Kommen die, die sie hergebracht haben, nicht rauf? Wandte die Kleine ein, indem sie mit ihrem spitzen Kinn auf mich deutete. In dem Moment kam der Onkel, ich musste lernen, ihn so zu nennen, vom Treppensteigen außer Atem zur Tür herein. In der Hitze des Sommernachmittags hielt er mit zwei Fingern den Kleiderbügel mit einem Mantel in meiner Größe hoch. Ist deine Frau nicht mitgekommen? Fragte meine erste Mutter und hob die Stimme, um das Weinen zu übertönen, das in ihren Armen zunahm. Sie rührt sich nicht aus dem Bett weg, erwiderte er mit einer unwilligen Kopfbewegung. Gestern bin dann ich losgegangen, um was zu kaufen, auch für den Winter. Er zeigte ihr das Etikett mit der Marke meines Mantels. Ich trat ans offene Fenster und stellte mein Gepäck ab. In der Ferne rasselndes Getöse, wie von Steinen, die von einem Lastwagen gekippt werden. Die Hausherrin beschloss, dem Gast einen Kaffee anzubieten. Sicher würde der Duft auch ihren Mann wecken, sagte sie. Nachdem sie das weinende Baby in die Krabbelbox gesetzt hatte, ging sie vom kahlen Esszimmer in die Küche. Das Baby klammerte sich auf der Höhe eines grob mit Schnur geflickten Lochs an das Netz und versuchte, sich aufzurichten. Als ich mich näherte, brüllte es verärgert lauter. Die Alltagsschwester hob es mit einer Anstrengung heraus und setzte es auf den Granglea-Fliesen ab. Auf allen Vieren krabbelte es in Richtung der Stimmen in der Küche. Der Blick meiner Schwester wanderte von dem kleinen Bruder zu mir, blieb aber gesenkt, brachte die vergoldeten Schnallen meiner neuen Schuhe zum Glühen, stieg an den blauen Falten meines fabrikneuen, noch steifen Kleids empor. Hinter ihr summte auf halber Höhe eine Schmeißfliege und prallte ab und zu gegen die Wand bei dem Versuch, eine Öffnung ins Freie zu finden. Hat der da dir auch das Kleid gekauft? Fragte sie leise. Ja, gestern, extra für den Umzug hierher. Aber was ist der eigentlich für dich? Erkundigte sie sich neugierig. Ein entfernter Onkel. Bis heute habe ich bei ihm und seiner Frau gewohnt. Und welche ist dann deine Mama? Fragte sie entmutigt. Ich habe zwei. Eine ist deine Mutter. Manchmal hat sie von einer größeren Schwester geredet, aber der glaube ich wenig. Plötzlich fasste sie mich mit gierigen Fingern am Kleideärmel. Das passt dir nicht mehr lang. Nächstes Jahr kannst du es an mich weitergeben. Pass auf, dass du es mir nicht kaputt machst. Barfuß und gähnend kam der Vater aus dem Schlafzimmer.
mit nacktem Oberkörper. Während er dem Kaffeeduft nachging, sah er mich. Da bist du ja, sagte er, genau wie seine Frau. In Italia, negli anni precedenti l'approvazione delle leggi sull'adozione, c'era questa pratica spontanea, arbitraria, quindi senza nessun controllo, per cui famiglie in difficoltà potevano cedere l'ultimo nato a coppie sterili, magari imparentate. Also in Italien, in den Jahren vor den neueren Gesetzen über die Adoption von Kindern, gab es diese Praxis, diese Gewohnheit, natürlich unkontrolliert und völlig willkürlich, nach welcher Familien, die sich in Schwierigkeiten befanden, eventuell Letztgeborene weitergeben konnten an Familien, die wahrscheinlich, wo wahrscheinlich die Frau unfruchtbar war und keine Kinder bekommen konnten, möglicherweise verwandt auch noch, also dass die Kinder so weitergegeben wurden. Ho sentito che prima Thomas citava Michela Murgia e Accabadora, anche quel romanzo si apre con una figlia di anima, cioè una bambina ceduta. Quindi, se questa era una pratica abbastanza diffusa, cosa c'è invece di straordinario, di inusuale nella storia dell'arminuta e che lei viene restituita. Also, es wurde von Thomas Michela Murgia und Accabadora erwähnt. Auch dieser Roman beginnt mit einer Tochter der Seele, eine abgegebene Tochter. Wenn also das Weitergeben von Kindern eine eher verbreitete Gewohnheit war, was ist so außergewöhnlich an der Geschichte der armen Mutter? Und zwar, es ist, dass sie dann zurückgegeben wurde. Viene restituita a una famiglia biologica che le risulta del tutto sconosciuta, di cui lei non può avere una memoria consapevole. Also sie wird zurückgegeben an eine biologische Familie, die ihr völlig unbekannt ist und von der sie keine bewusste Erinnerung haben kann. E quindi lei ricade in una realtà familiare da cui era stata allontanata perché potesse avere una vita migliore. Und so fällt sie in eine familiäre Situation zurück, von welcher sie eher weggegeben wurde, damit sie ein besseres Leben haben kann. Ricade in una povertà che non ha conosciuto, che i suoi fratelli, che sua sorella Adriana, di cui abbiamo letto, conoscono, ma che lei non ha conosciuto e quindi lei non ha gli strumenti per affrontarla. Sie fällt in eine Armut zurück, die sie bis jetzt nicht gekannt hatte.
die sie ihre Brüder, ihre Schwester Adriana sehr wohl kannten, aber sie nicht. Und deshalb hat sie auch keine Waffen dagegen. E soprattutto lei perde ogni appartenenza, ogni punto di riferimento di questi genitori biologici, sa soltanto che l'hanno ceduta e quindi abbandonata. Und vor allem verliert sie jeden Sinn für Zugehörigkeit. Von diesen biologischen Eltern weiß sie nur, dass sie sie ja, abgelehnt haben. Und das ist natürlich etwas, wo man die Orientierung quasi verliert.